Falcao ist nach den Trainingsleistungen der letzten drei Wochen inzwischen Deutschlands Stürmer Nummer 1. Wer ist die Überraschung in der Vorbereitung gewesen, neben vielleicht Arne Friedrich, der sich in die Innenverteidigung neben Mertesacker gespielt hat? Kakao hat absolut überzeugt und wir haben ihn ja auch in den Länderspielen zuletzt in Ungarn als sehr quirlig, sehr beweglich und vor allen Dingen mit etwas ausgestattet gesehen, was Klose momentan kaum hat, nämlich jede Menge Selbstvertrauen. Müller also auf der rechten Seite. Wenn sich einer wehgetan hat, dann waren es wirklich unglückliche Zusammenstöße und von denen haben wir nicht viel gesehen. Sammy Khedira. Bartstuber, Podolski. Das war nicht so clever, sich dagegen drei durchsetzen zu wollen. In seinem zweiten Länderspiel der Bayer. Da setzt gleich mal eine Duftmarke. Stark gemacht von Dzeko. Ibricic, Nesimovic, Ibisevic will den Ball haben, bekommt ihn, gegen Bartstuber. Sehr gut gemacht, Holger Bartstuber. Kakao, Podolski, sie bleiben dran, Lahm, Philipp Lahm. Kakao ist ihn fast los, dann kommt Podolski, der ist ihn fast los und Kakao nochmal und dann ist der Weg frei für Philipp Lahm, für sein erstes Tor seit dem EM-Halbfinale in Österreich gegen die Türkei, da hat er zuletzt getroffen. Das Glück, dass Podolski in der ersten Hälfte gefehlt hat, er hat es jetzt. Er trifft die Latte, aber der Ball geht rein. Özil, Kakao, super gemacht auf Mesut Özil. Und dem fehlt jetzt wieder das Glück. Rajmic, Pjanic. Er ist der Mann von Lyon mit Mesimovic. Schöner Pass auf den aufgerückten Saliovic. Und er hat das hier agil und klasse bisher bestätigt. Auch Missverständnis da auf Seiten von Lukas Podolski. Und das gibt die Möglichkeit zum Konter. Mesimovic. Dzeko läuft schon wieder in Position. Ibricic ist hinten mitgelaufen und dann macht das. Aus der Entfernung ist er gefährlich mit Weitschüssen. Aber das war kein Problem für Neuer. Saliovic, Simovic, kann passieren, kleiner Stockfehler bei Podolski. Dzeko.
Özil. Rückgehalten von Hazaric, dieser Schuss von Özil. Müller. Salihovic bleibt Sieger. Dzeko. Dzeko. Am dritten an Friedrich bleibt er dann hängen. Marin gegen Jalsch. Im 16er. Und jetzt gibt's den Elfer. Schweinsteiger gegen Hazaric. 2-1. Eine hochverdiente. Und währenddessen Szenen, die wir nicht gerne sehen im Fußballstadion. Das hat sie überhaupt nicht. Kakao. Özil. Und der nächste Elfer. Dieses Mal gegen Müller. Sparic gegen Müller. Der Verursacher, Schweinsteiger zum Zweiten, entscheidet sich wieder. Marin hat es nicht leicht, denn gerade nach seiner Einwechslung wurde er von den bosnischen Fans zunächst bei jeder Ballberührung ausgepfiffen, weil er eben nicht den Weg gegangen ist, den viele auf der bosnischen Seite gegangen sind. Er hat sich für das Land entschieden, in dem er aufgewachsen ist, nicht für das Land seiner Eltern. Schweinsteiger auf Kakao. Schweinsteiger ist der Mann, der das deutsche Spiel immer wieder antreibt. Permanent am Ball ist. Marin. Marin. Immer noch Marin. So. Was spielt er? Ball und Bein? Nur Ball? Auch das ist ein Strafstoß. Das ist ja nicht zu glauben. Zwei haben sie gekriegt. Zwei werden ihm verweigert. Das ist ein ganz klarer Elfmeter. Also Nicola Rizzoli wird als Schiedsrichter nicht die besten Noten bekommen heute. Und dann bekommt er jetzt so eine gewischt von Spajic. Was ist denn da los? Also Marin da eine Schwalbe zu unterstellen, ist wirklich einfach nur grober Unfug. So, also das ist eine rote Karte und der Schiedsrichter steht daneben. Ibrahimovic. Dzeko.